Seitdem ich von dieser Uhr zum allerersten Mal gehört habe, es war, glaube ich, im Mai diesen Jahres, freue ich mich darauf, sie endlich in den Händen zu haben und sie einmal in Natura zu sehen. Was ich jetzt hier habe, ist der erste Prototyp der Circular Aquasport. Ich bin absolut begeistert und ich möchte diese Begeisterung mit euch teilen, euch kurz zeigen, was diese Uhr kostet, wie sie sich vom Serienmodell unterscheidet. Und natürlich auch auf das in meinen Augen fantastische Vorverkaufsangebot eingehen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, wenn du Mitglied auf meinem Kanal bist, dann hast du vielleicht für den heutigen Samstag eine Vorschau gesehen für ein anderes Video. Das habe ich nur um ganz wenige Tage verschoben, weil dieses Video ist wirklich sehr aktuell und ich habe mich so wahnsinnig gefreut, die Uhr zu bekommen, um sie euch zeigen zu können. Aus diesem Grunde habe ich dieses Video vorgeschlagen. Die Uhr ist wirklich hammergeil. Ich habe das so gedacht, die Uhr ist hammergeil und ich finde sie super gut. Ich finde den Paketpreis absolut den Knaller und deshalb möchte ich euch die Uhr zeigen, bevor die Vorverkaufs Periode abgelaufen ist. Ich habe die Uhr selber bestellt, genau das Modell, was ich euch heute zeige. Ich habe den vollen Preis bezahlt. Ich bekomme nichts davon, wenn euch die Uhr gefällt. Ich bekomme nichts dafür, wenn ihr sie bestellt. Völlig neutral kann ich euch die Uhr zeigen, aber ihr merkt schon, ich bin extrem begeistert. Mir gefällt die Uhr sehr gut und das möchte ich euch auch zeigen. Das Modell, was ich habe, ist ein Prototyp. Das heißt, im Vergleich zur Serie werden noch ein, zwei Änderungen vorgenommen, die ich euch aber im Video ganz genau zeige und erklären werde. Üblicherweise kommen bei mir die Preise am Schluss. Ich möchte heute mal eine Ausnahme machen, einfach weil ich weiß, dass gegen Ende des Videos viele schon nicht mehr dabei sind. Und hier geht es um ein Pre-Order-Offer, was ich extrem attraktiv finde. Diese Uhr kostet mit einem STP 111, das ist ein Schweizer Uhrwerk, was auf den Konstruktionsplänen der ETA basiert. Anfangs gab es bei dem Werk einige Probleme, mittlerweile hat es aber eine sehr verlässliche Ganggenauigkeit und Robustheit. Ich habe also auch dieses STP 111 bestellt. Mit diesem Werk an einem Tropical Rubber oder an diesem Milanese-Band hier kostet die Uhr im Vorverkauf 486 Euro. Mit einem ETA 2824 kostet sie 583,90 €. Wenn man das ETA 2824 wählt und nicht das Milanese, sondern ein Bead of Rice Band wählt, kostet die Uhr 661,88 €. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das STP 111-Werk als Chronometer-Variante zu wählen. Dann kostet die Uhr am Tropical Rubber Band 613 Euro und am Bead of Rice 681 Euro. Was den Vorverkauf in meinen Augen so extrem attraktiv macht, ist, dass zu den genannten Preisen, also 486 Euro für die hier vorliegende Variante mit dem STP 111, gibt es noch wahlweise dazu ein Stahlband. Ich könnte also hier noch das Bead of Rice dazu nehmen. Ich habe mich für das Tropical Rubber plus das Bead of Rice entschieden. Oder aber alternativ dazu eine Quarzuhr aus dem Circular-Portfolio, sodass der Vorteil für den Pre-Order sich auf bis zu 145 Euro beläuft. Und das finde ich extrem attraktiv. Ich habe überhaupt nichts davon, dass ich diesen Vorverkauf hier vorstelle, dieses Angebot. Ich habe für meinen Order den vollen Vorverkaufspreis bezahlt und wenn ihr ordert, bekomme ich überhaupt nichts dafür. Deswegen bekommt ihr von mir auch keinen Code, keinen Gutscheincode, keine Registrierung, überhaupt nichts. Ich bekomme nicht mit, dass ihr etwas bestellt. Ich freue mich einfach nur wahnsinnig über diese Uhr, weil ich sie richtig, richtig toll finde. Und aus diesem Grunde stelle ich sie euch vor und lege auch meinen Fokus auf den in meinen Augen wirklich attraktiven Vorverkauf. Die Uhr hat einen Durchmesser von
39 mm und einen Abstand von Horn zu Horn von lediglich 46 mm bei einer Dicke von 12,8 mm. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht, hat ein leicht gewölbtes, entspiegeltes Saphirglas auf der Frontseite sowie eine Saphirglas-Lünette, die mit 120 Klicks rastet. Sowohl das STP111 als auch das ETA2824 werden in 5 Lagen reguliert und entsprechend gut erwarte ich die Gangwerte. Die Indizes sowie die Zeiger sind mit Super Luminova C3 gefüllt, die Markierungen auf der Lünette mit BGW9. Hier kommen wir schon zum ersten Unterschied Prototyp-Serie. Im Prototyp ist das Dreieck hier oben noch grün und nicht leuchtend. In der Serie wird dieses Dreieck ebenfalls mit weißer BGW9 belegt sein und auch entsprechend leuchten. Aber schauen wir uns die Uhr doch auch mal am Arm an mit ihren 39 mm. Dafür muss ich meine Archimede Outdoor ausziehen. Das ist hier die Archimede Outdoor 41 antimagnetisch im direkten Vergleich mit der Circular Aquasport 39 mm. Das ist die Circular an meinem Arm. Sie trägt sich wirklich angenehm und ich bin richtig hin und weg von der Uhr. Sie gefällt mir wirklich richtig gut. Der Vorverkauf dieser wirklich tollen Uhr läuft noch bis zum 20.11. Die Auslieferung soll dann noch vor Weihnachten erfolgen. Was ich ein ganz charmantes Gimmick finde, ist, dass der Mittelring der Krone hier grün ausgelegt ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass das STP-Werk verbaut ist. Die ETA-Version hat standardmäßig diesen grünen Streifen nicht, aber auf Wunsch kann es mit einem entsprechend grünen Streifen bestellt werden. Das Ziffernblatt hat eine sehr attraktive Textur, ist also mit Rillen versehen. Die Schriftzüge Circular, Automatik und Aquasport sind sehr zurückhaltend, nicht aufdringlich. Die Indizes sind aufgesetzt. Hier kommen wir zu einem weiteren Unterschied zwischen Prototype und Serie. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die Indizes etwas heller sind als der Sekundenzeiger. Der Sekundenzeiger ist etwas dunkler grün. Und die Indexe werden in dem Serienmodell farblich mehr Richtung Sekundenzeiger tendieren und nicht ganz dieses leuchtende Neongrün haben. Die Zeiger sind zweigeteilt, beide Teile sind mit C3 Superluminova gefüllt. Auch kann man sehen, dass die Zeiger nicht ganz plan sind, sondern in der Mitte einen kleinen Winkel haben. In der Serie werden die Metallteile des Zeigers dezent gebürstet sein und nicht wie hier poliert. Der größte Unterschied zwischen Serie und Prototyp ist aber die Flanke. Die Flanke haben wir hier poliert. Im Serienmodell wird diese Flanke horizontal gebürstet sein, allerdings die Phase, die wir hier sehen, also die extra eingeschliffene Kante zwischen dem satinierten Oberteil und den in der Serie satinierten Seitenteilen, diese Phase wird poliert bleiben und damit einen wirklich sehr schönen Akzent setzen. Das gleiche gilt natürlich auch für
diese Seite. Auf dem Boden ist ein Taucher zu sehen. Ich kann es leider nicht besonders gut einfangen. Aber sehr, sehr schön gemacht ist es trotzdem. Ich möchte euch eine Sache nicht verschweigen. Bei einer Uhr für 480 Euro kann ich kein Milanese-Band erwarten wie von Vollmer oder Steib. Es ist definitiv ein Milanese-Band, was ich so nicht erwartet hätte. Es ist also besser, als ich es erwartet habe. Es hat einen Faltmechanismus, es schließt sehr sauber, es trägt nicht sehr dick auf. Die Schließe ist trotzdem eine Schließe der etwas einfacheren Art. Das ist wirklich nicht anders zu erwarten in dieser Preisklasse. Ich bin sowieso kein großer Freund von Milanese-Bändern, insofern stört mich das nicht. Ich möchte es nur erwähnt haben, dass hier keine Schließe aus der Klasse Steib oder Vollmer zu finden ist. Das Bead of Rice und das Tropical Rubber habe ich noch nicht gesehen. Von den Bildern wirken sie aber etwas hochwertiger. Schauen wir uns die Circular Aquasport einmal bei Nacht an. Das ist die Circular Aquasport bei Nacht. Richtig, richtig toll abzulesen, sieht super aus. Und bitte denkt dran, das Dreieck hier oben wird im Serienmodell ebenfalls bläulich leuchten und mit BGB 9 belegt sein. Richtig schön gemacht, ausreichend hell, gut abzulesen. Ich mag das, mir gefällt das wirklich gut. Ja, das war die Circular Aquasport in der grau-grünen Variante. Ich blende euch hier auf der Seite jetzt noch die anderen Farbvarianten ein, die es gibt, und jede von denen ist auf ihre Weise ein Hingucker. Mir persönlich hat diese am besten gefallen. Schreibt mir doch in die Kommentare rein, welche euch am besten gefallen hat, wofür ihr euch entschieden habt oder auch warum diese Uhr nichts für euch ist. Ich könnte mir vorstellen, dem einen oder anderen ist sie zu klein und da kann man natürlich nichts dran machen. Ja, wenn euch solche Videos gefallen, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt einen Kommentar und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.